Hey Leute, es geht weiter mit unserem Flug von Fuerteventura zum Flughafen Münster-Osnabrück. Wir haben jetzt gerade unseren Top of Descent überflogen, aber ich habe den Descent jetzt gerade noch nicht eingeleitet, denn wir können jetzt erstmal direkt hier Lang Radar kontaktieren und dann, genau, denke ich mal, wir uns gleich in Descent beginnen lassen. Falls uns nicht gleich sinken lässt, requesten wir halt einen Descent. So, wir sind jetzt mittlerweile schon 3,5 Stunden fast unterwegs und genau, jetzt gerade noch über Belgien, gleich über Deutschland. Lang Radar, schönen guten Tag, Germania 9827, Flight Level 280, Inbound Lando. Germania 9827, Moin Moin, Squawk 3570. Squawk 3570, Germania 9872. Lima Sierra Alpha 1806, thank you, identified. Roger, 1806. Germania 9827, thank you, identified. Start descent now to flight level 250. Descending flight level 250, Germania 9872. Initiating descent. So. Radar tilt. Das noch below setzen. So. Set below. Wunderbar. So, genau. Wir sind jetzt gerade auch, glaube ich, gleich über Deutschland, genau, weil der Wegpunkt Lendo, der liegt nämlich, ich habe mal auf Sky Vector geschaut, genau auf der Grenze zwischen Belgien und Deutschland. Genau. Jetzt auch hier vorne am Nervenich, wo wir jetzt gleich drüber fliegen werden, im Militärplatz. Da rechts müsste Köln sein. Und dann fliegen wir südlich von Düsseldorf vorbei. Genau, da hoch. Oh, sogar Wetter wird angezeigt hier. Ich habe es der Rain Radar nämlich mal ausgemacht, um die Wegpunkte besser lesen zu können. Und da hatte ich hier nochmal CDTP, das ist immer der Punkt, wo man direkt setzt. Und da habe ich irgendwie, weil ich mich gewundert habe, wieso steht der Flieger so schräg auf der Route, fliegt der irgendwie falsch. Habe ich nochmal direkt gesetzt, hat sich nichts verändert. Dann habe ich geguckt, ach stimmt, wir haben irgendwie einen richtig krassen Wind hier oben mit 100 Knoten. Das ist mega. Deswegen steht der auch so schräg, der Flieger, das ist krass. 100 Knoten Seitenwind. So schräg links von vorne kommt, also haben schon eine gute Crosswind-Component da. So, genau, sinken wir mal schön. Wir werden wahrscheinlich dann noch einmal den Radarlotsen wechseln. Zum anderen, der uns dann später halt aufs Final bringt, aufs ILS. Das wird dann wahrscheinlich sein folgende Frequenz. Lange Räder auf 129er 175. Das ist jetzt die ganze Zeit more drag. Dann machen wir mal kurz hier die Speedbrakes raus. 129er 175, das können wir mal hier eindrehen. 175. Dann können wir später das dann so direkt switchen. So. Genau, wieder schöne reale Bodenszenerie durch EVA Germany. Da hätten einige Wolken dann. Düsseldorf müsste jetzt. Katari 173, ready for descent in about 1 minute. Katari 173, Düsseldorf müsste. Katari 8173, da ist Nervenich. Ja, da hinten hinter den Wolken seht ihr es vielleicht leicht. Da ist Düsseldorf und Köln-Bonn haben wir da drüben. Mega nice, wie man das Ganze hier sieht. Aber ich habe gerade nicht die. Für Köln-Bonn habe ich, glaube ich, gerade die Szenerie aktiv, aber da hinten nicht. Weil ich jetzt German Airport 2 Pack anhabe für Münster aus der Brücke, da ist ja Köln-Bonn auch dabei. Dortmund überfliegen wir auch. Da ist ja heute auch dieses Event. Ich glaube, das ist auch aktiv. Wobei, überfliegen wir das? Düsseldorf sind wir südlich vorbei. Dortmund. Da fliegen wir nördlich vorbei, okay. Speedbrakes wieder reinmachen. Wir sind jetzt hier beim optimalen Descent-Punkt. Wunderbar. Da vorne ist ein bisschen grün. Keine Ahnung wieso. Ob es leicht regnet oder so. Auf jeden Fall haben wir da Wolken. Germania 927, Contact Radar on 121.35. Ciao. Okay, das kommt nochmal ein anderes Radar. Achso, wir waren jetzt erst bei dem langen Radar. 121.350, Germania 9872. Tschüss. Okay, da habe ich mich vertan. Stimmt, wir waren jetzt erst bei dem einen Radar. Es sind nämlich gerade drei Räder hier in dem Bereich aktiv. Jetzt kommen wir zum Düsseldorf Center. Ich glaube, dann kommt Hotel Mike Mike, das ist glaube ich Hamm Center oder so, aber ich weiß auch nicht genau. Doch, das müsste Hamm sein, weil da gibt es die Stadt Hamm auch in dem Bereich, das wird das Hamm-Räder sein. Und das ist jetzt EDDK, EDDK Center, wo wir gerade waren, für Karlsruhe. So, dann gehen wir mal zu Düsseldorf Center. Das Vollgerastet ist weg, ne, ist noch da, dann können wir später so wechseln. Langräder, schönen guten Tag, Germania 9872, passing 2900 feet, descending 250. Germania 9827, Langen, hallo, identified. Climb, correction, descent, flight level 150, proceed direct Delta Golf 014. Germania 9872, descent flight level 150, direct Delta Golf 014. Okay, das ist also schon ein Punkt vom Anflug, wo wir jetzt schon direkt hin dürfen. Genau, ich habe glaube ich eben Descending Passing 2900 Feet, das war falsch, man hätte sagen, Passing Flight Level 290, Descending Flight Level
250, direkt Delta Golf 014. Okay, also irgendein Punkt schon vom Flughafen. Ui, der zeigt uns das gar nicht so gutes Wetter an. Keine Ahnung, ob da wirklich, okay, gut, da sind noch einige Wolken. Da echt gerade nicht so gutes Wetter ist. So, da vorne haben wir das. Delta Golf 014. Turkish 0507, turn left heading to 60. Feder left approach, runway 23 left. Gut, und das kann man echt machen. Uiuiui, der Beamster muss ja gerade echt schlecht werden. So, jetzt muss ich gerade mal. Wir fliegen ja bei realem Wetter. Ich habe jetzt übrigens auch mal Active Sky Next hier nebenbei auf. Für das reale Wetter. Das muss ich mal kurz hier in der echten, in der Wetter-App nachgucken. Hier vom Wetter Online. Wobei die sagen dann nicht sowas. Keine Ahnung, ob das Wetterradar jetzt hier stimmt, dass im F6 auch wirklich dazu gerade so schlechter ist. Aber eigentlich sollte gerade über Active Sky Next, habe ich zumindest auf, wenn es klappt. Ich hoffe, dass es gerade keine Komplikation mit IVAO, dem IVAP gibt. Aber hier sollte über Amsterdam ja ein bisschen Regen, aber jetzt nicht, dass es so gleich rot ist. Das ist voll krass, dass das Wetterradar sagt. Na gut. Und dieser Delta Golf 014, da liegt ja schon nördlich vom Platz. Wahrscheinlich werden wir aber südlich schon drauf geweckt hat. Also wir warten nochmal ILS, das heißt, ich drehe das, gebe das jetzt schon mal hier ein. Dass wir einfach nur Arrival ILS 25 haben, dass wir die Frequenz haben. Wir haben hier keine Star dann. Aber nur, dass er halt die Frequenz dann hier fürs da um ILS 25, dass wir es hier drin haben. So. Genau, sinken ganz entspannt weiter. Aber es ist gerade irgendwie nicht so, doch nicht so die große Beteiligung an dem Event, so wie es aussieht. Also, ja, Flughäfen, gut, es sind noch eher kleinere Flughäfen, wahrscheinlich eher weniger hinfliegen. Wir sind gerade 3 Outbounds, 1 Inbound, Münster. Und die werden sich freuen, wenn wir vorbeikommen jetzt. Da haben sie wieder was zu tun. Wenn wir ankommen, sind erstmal keine weiteren Inbounds geplant. Noch 2 andere kommen ein bisschen später. Einer geht gerade raus, ein Swiss ist gerade departing. Und eine Maschine ist vor einiger Zeit raus. Das hat jetzt sich abgedatet. Ich glaube, Dortmund ist sogar noch am meisten bei dem Event los, aber vielleicht. Dabei auch nicht wirklich viel mehr. Aber da sind viele Delta Echos unterwegs. Dortmund. Viele VFA-Flieger. So, dort haben wir Düsseldorf, da ist das Wetter hier deutlich besser geworden, die ganzen Wolken sind weg. Germania 9827, descend at 1000 feet per minute. Germania 9827, descending at 1000 feet per minute. Okay. Turkish 0507, Roger, thank you. Contact Tower 118.3, goodbye. Sind wir dem zu stark gesunken? 118.3230507. Danke für Service, ciao. Good afternoon, KLM 321 with you passing. Da kommt erstmal einer rein auf die Frequenz und quatscht natürlich sofort rein. Das ist natürlich nicht, man sollte also erstmal rein auf die Frequenz, dann kurz Moment abwarten, ob ein Readback gerade gemacht werden soll oder ob jemand antworten muss. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann man losreden, genau. Nicht, dass man irgendwie sowas mitten reinplatzt, wie da jetzt gerade. Ich bin gerade gesehen, gerade auf den Teamspeak gekommen und so zack, boom, geantwortet. Aber gut, er hat uns auf 1000 Fuß pro Minute geschickt, dann sinken wir auch nur so. Ihr merkt immer noch, der Wind ist immer noch recht stark jetzt hier. Ich frage mich jetzt echt nur gerade, ob das jetzt von IVAP oder von Active Sky Next das Wetter ist, um schön Düsseldorf Flughafen zu sehen. Vorne eigentlich perfekt. Gut, auf dem Wetterradar von Wetter Online, was ich hier habe, sah es eigentlich auch so aus. Gut, dass es vielleicht ein bisschen mehr bewölkt das hier ist. Aber ich weiß auch gerade nicht, wer jetzt genau das Wetter ist. Gerade bestimmt, muss ich sagen. Weil eigentlich kann man das ja im IVAP noch ausschalten, aber ich habe jetzt dann doch Active Sky Next mal angemacht, aber IVAP-Einstellung ausschalten, dass das nämlich nicht aktiv ist, das Active Sky, das IVAO-Wetter, sondern dass, halt dann, dass ich auch das Wetter halt dann hab von Active Sky Next, dass es da keine Komplikationen gibt, aber gut, keine Ahnung, wie es jetzt ist, wenn ich es jetzt trotzdem noch anmache. Da oben fliegt auch einer drüber. Das müsste diese Lineas Areal National sein, von Riga nach Paris, Charles de Gaulle. Die ist hier gar nicht auf der Frequenz. Okay, interessant, wahrscheinlich. Aber was ich mal schon bei diesen Centern hier gesehen habe, genau, steht nämlich Not Responsible Above Flight Level 245. Damit also nichts zu tun hat. So, und Münster müsste eigentlich schon davor. Könnte es sein, dass da vorne Münster ist? Ich weiß nicht, wo der Platz liegt. Ja, das sind noch 60 nautische Meilen. Genau, kommen aber erst an Münster vorbei. Es liegt ja genau zwischen Münster und Osnabrück und das heißt ja Echo Delta Delta Golf.
Weil Gräfchen, nicht Gräfchen, Greven. Greven ist nämlich genau der Ort, an dem der Flughafen liegt, deswegen heißt es, ist es Echo Delta Delta Golf. Ich frage mich aber immer wieder mal, wieso es nicht EDDL, wieso EDDL nicht Leipzig ist, sondern Düsseldorf. Ich habe auch nichts mit P in der Nähe von Leipzig gefunden, dass es irgendwie passt. Keine Ahnung. Und dann halt, gut, Düsseldorf EDP hört sich auch komisch an, aber gut, bei Leipzig ist halt dann das P natürlich drin. Bei Düsseldorf wäre das L drin, deswegen, okay, kann es auch passen, aber vielleicht, wenn man es jetzt umgekehrt machen würde, EDDP für Düsseldorf, wird auch komisch sein, ja, weil dann gar nicht kein Buchstabe davon drin ist. So. Aber das ist echt krass, aber der Wind wird jetzt immer schwächer, genau. Das ist ja, je höher man ist, desto stärker ist der Wind, und je höher man ist, desto mehr kommt der Wind von rechts. Das sollte jetzt nach links wegdrehen. Eventuell, mal gucken. So. Geplante Ankunftszeit laut IVAO in 9 Minuten, laut unserem System. Der sagt 10.48 Uhr, aber gut, der kann das wahrscheinlich vielleicht auch nicht so berechnen mit der Route hier wegen der Discontinuity, die können wir mal rauslöschen. Germania 9827, Kontakt Langen, 129er-175. Da, jetzt haben wir es voll gerastet, das können wir es nutzen. 129er-175, Germania 9827, danke, ciao. So. Und da sind wir bei Langen Radar. Langen Radar, schönen guten Tag. Germania 9827, passing flight level 200, descending 150. Germania 9827, Langen Radar, low identified, expect Alice to 5, verify restricted rate of descent. Gemeine 9827, Roger, ILS 25, Radar Descent 1000 feet and we are cleared direct Delta Golf 014. 9872, Roger, direct 27. Schon ein kompliziertes Call sein, 9827. Vier Nummern, aber gut, ist jetzt auch nicht selten, in echt gibt's auch öfters mal. Ja, die hat schon ganz vergessen zu sagen, dass wir ja auf dem Rate of Descent sind. Ich weiß nicht, wieso er nachgefragt hat. Anscheinend, irgendwie muss das ja gewusst haben, dass das auf einer Rate of Descent sind. Sonst hätte er es auch nicht so nachgefragt, weil ich glaube, man würde es jetzt sonst nicht so direkt merken. Also zumindest, keine Ahnung, ich könnte mir das nicht vorstellen. So, ich sehe, okay, der sinkt so, dass er bestimmt eine Rate of Descent festgeschrieben. Die wurde ihm bestimmt gesagt, dass er so sinken soll. Ja, das glaube ich nicht. So, das da vorne könnte Münster sein, aber ich weiß auch nicht so genau. Dortmund fliegen wir jetzt gleich vorbei, haben wir rechter Hand von uns. Da unten ist Dortmund. Genau, da ein Flugplatz. Genau, ist auch sogar aktiv, genau, weil das Addon ja aktiv ist. Und jetzt kommen wir ein paar Wolken dahin. Germania 9827, descend flight level 100 at given rate. Descending flight level 100 at given rate, Germania 9827. Okay, ich verstehe nicht, wieso die das diese. M25 von 0 Langen Radar, get identified. Proceed direkt Delta Lima 407, descend flight level 120. Delta Lima 407, descending 120, KLM 250. Ich fliege nach Düsseldorf, die gerade reingerufen hat. Aber hier zum Beispiel, gut, es war ein Restricting Traffic, die Swiss, die rausgegangen ist. Von Tikas sehen wir die jetzt nicht. Ich weiß nicht, wenn wir so einen. So wahrscheinlich nicht mehr sehen. Die ist aus Münster gerade raus. Jetzt gerade über Dortmund drüber, die müsste also irgendwo hier sein, die ist aber jetzt laut IVAO auf 18, Flight F 180. Vielleicht wollten die einfach, dass wir. Vielleicht hat er mit der Rate halt gedacht, okay, da passt, kommt kein Konflikt zustande irgendwie, aber mittlerweile ist die eigentlich weg von uns. Naja, gut. Aber es sieht eigentlich. Geil. Wir haben noch 40 nautische Meilen to go, also ein gutes Stück. Vielleicht passt es auf eine Descent Rate, die haben sich vielleicht da irgendwas ausgerechnet, keine Ahnung. Das ist 863 Juliet, Climb Flight Level 330. Genau, das ist die Swiss. Climb Flight Level 330, das ist 863 Juliet. Oh, ein ADC-Exam im Valencia Tower. Hola, Pilotos. Examen Aerodrome Control. Und weiter kann ich mal lesen. Und da steht's. Okay, so. Mal auf dem Web gucken.
Oh, sogar mit Approach und alles, ja. Valencia Tower. Na, da mal viel Erfolg an denjenigen, der das besteht und dann Aerodrom-Controller hier ist. So. Also die Lizenz hat. Ja, der wird uns irgendwann hier wahrscheinlich runternehmen. Oder vielleicht sogar ab Delta Golf 014. Kurz davor, dann kann man sich perfekt hier drauf drehen. Im Fern sah es im Moment noch so aus, ob wir so nördlich davon wären, aber das passt ja eigentlich super. Da ist Hamm. Fliegen wir jetzt gleich drüber. Wir sind auch gerade bei Hamm Center.